Uns eventuell ein bisschen was über die Funktionsweise von der Camera Obscura erzählen? Gerne, ja. Die Camera Obscura ist die Lochkamera. Das funktioniert mit einem dunklen Raum oder einem dunklen Kistel, wo ein kleines Loch drin gemacht wird. Und das Licht projiziert sich in diesen dunklen Raum von außen durch das kleine Loch durch, projiziert sich das wie im Auge. Und das kannst du betrachten in unserer begehbaren Camera Obscura hier in der Ausstellung. Oder man tut in die kleine Camera Obscura einen Film oder ein Fotopapier rein, das dann belichtet wird. Sobald es belichtet ist, kann man es entwickeln, fixieren und hast du ein Foto. Das Wesentliche ist das gleiche Prinzip, dass auch die normale Fotokamera, so wie wir sie alle haben, so funktioniert. Nur der Unterschied, die Kamera von uns, die hat eine Linse, eine Glaslinse davor, die das Licht sammelt und verstärkt, wie eine Lupe. Was ich mache mit meinen Lochkameras, mit meiner Camera Obscura, ist ohne Glas fotografieren, also so wie die Natur sich selber sieht. Ja, das Licht fließt durch das Loch durch und kommt auf dem Fotopapier und bildet sich ab als Foto. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, da jetzt der Camera Obscura zu bauen und auszuprobieren? Ja, die Idee ist, es ist nach langem Herumprobieren mit normaler Kleinbildfotografie, wo ich nie glücklich wurde, weil ich habe nie ein Bild gefunden, was ich mag. Ich habe immer, eine normale Kamera musst du einen Ausschnitt machen, um damit zufrieden sein. Und bei meinen Kameras hast du die gesamte Landschaft drauf und alles, was du gesehen hast auf dieser Stelle, ist im Bild drauf. Also ich finde eigentlich die Technik viel besser als die moderne Technik. Nach dem Motiv, das ich fotografieren möchte, baue ich auch eine Kamera, die dazu passt. Das heißt, wenn ich im Schnee in die Bergen was fotografieren will, mache ich eine Kamera dafür. Wenn ich am Strand was fotografieren will, baue ich eine Kamera dafür. Das ist für mich, zum Bild gehört eine bestimmte Kamera. Und was verwenden Sie da für Materialien jetzt, um so eine Kamera zu bauen? Das ist ja all meine Geheimnisse gleich wissen. Ja, natürlich. Das sind Dosen, so wie Honigdosen oder Farbdosen oder Whiskyflaschenverpackungen oder sonst was, mir halt vorkommt, dass es eine Kamera wird. Und wie erleben Sie das Publikum auf der Art jetzt? Sind die eher aufgeschlossen gegenüber Ihrer Technik der Fotografie oder verwerfen Sie das als, ach, die neuen Digitalkameras sind doch alle viel besser? Na, wenn die Menschen zur Art kommen, sind sie eigentlich schon interessiert in Kunst. Und ich habe meine Erfahrung mit meinen Bildern, mit den Menschen im Allgemeinen, ist, dass es eigentlich sehr anreizend ist. Man kann an meinen Bildern fast nicht vorbei, weil man denkt ständig, was sehe ich da, was ist das jetzt? Was du siehst, ist ein Negativ. Und du merkst es eigentlich nicht. Und das verwirrt dich ein bisschen. Und Menschen interessiert es. Ja, mir geht es ganz gut mit meinen Bildern. Vielen, vielen Dank. Pass auch noch auf der Art. Dankeschön. Ciao. Vasarely begründet der Op-Art, nicht? Kommt von Optical Art. Nicht? Das heißt, wie man oben in den Bildern sieht, sind das teilweise optische Täuschungen, oder wo Quadrate zu Kreisen werden oder Würfel zu Kugeln und so. Nicht? Und das ist eigentlich eine Form der Kunst, die unglaublich aktuell war in den 60er und 70er Jahren, also auch eine Revolution war. Und die dann mit Anfang der Computerkunst, Anfang der 90er Jahre, plötzlich nicht mehr aktuell war. Und plötzlich hat man jetzt gesehen, dass das immer noch ein unglaublich aktuelles Thema ist, wenn man das nicht berechnen kann, wie man dachte. Ne? Weil jeder, der einen Computer hat, glaubt, dass er sowas berechnen kann. Mit einfachen Programmen ist aber nicht der Fall. Und Vasarely ist wieder sehr aktuell geworden, speziell die Künstler schätzen ihn unglaublich. Und das heißt, er hat eine relativ tiefsinnige Theorie und ist auch für den, der sich nicht damit beschäftigen will, einfach schön zum Ansehen. Deswegen. Sie haben dem Ganzen dann Ippe Limburgs Arbeiten mit der Camera Obscura gegenübergestellt in dem Raum oben. Wo sehen Sie da den Zusammenhang, den inhaltlichen, den formellen?
Ja, das Überthema ist ja die Kunst der Täuschung. Das ist jetzt, wenn man es jetzt genau nimmt, ist es natürlich keine Täuschung, weil die Camera Obscura ja keine Täuschung ist, sondern eine Verzerrung eigentlich, nicht? Eine Verzerrung der Wirklichkeit. Nicht? Dadurch, dass aufgrund des Kameramodells von diesem Zylinder wird es nicht eins zu eins abgebildet, sondern verzieht sich. Und das ist Kunst der Täuschung. Und das haben wir mit dem Vasarely zusammengespannt. Deswegen heißt es Kunst der Täuschung.